So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Let's Play. Und zwar geht es heute um das Surviving the Aftermath. Das ist ein Strategiespiel in Richtung eben Survival, quasi nach einer atomaren Explosion. Oder ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist. Ich habe da auch eben Werbung dafür bekommen und habe mir es da mal angeschaut. Und total anzeigen. Ja. Und ja, jetzt schauen wir uns das einfach mal zusammen an, würde ich sagen. Ist ziemlich vielversprechend. Ich erhoffe mir ziemlich viel davon. Und ja, so, wir müssen jetzt zum Start quasi unsere Schwierigkeit wählen. Wir haben immer drei Möglichkeiten zu wählen. Jetzt geht es um die Umgebung, da geht es jetzt um, die Städte sind zerstört, aber die Natur hat überlebt, gemäßigt und feucht, Nährboden 40%. Und um so quasi 2 und 3 ist dann immer ein bisschen schwieriger, einfach für je nachdem, wie ihr es halt spielen möchtet. Ich sage jetzt mal, zum Antesten werde ich überall als leichteste nehmen. Hier geht es um die Katastrophen. Wir haben einen unzerstörbaren Bunker, hier hat man zum Beispiel als schwierigeren zuverlässiges Auto schließlich kaputt gegangen. Oder ihr seid halt wirklich, keine Ahnung, allein hier. Aber wir, wie gesagt, zum Antesten einfach mal das alles Leichteste. 8 Erwachsene, 4 Kinder. Herausforderung, einfache Erkundung für einzelne Banditen, genau. Torwächter, vor dir liegt ein anspruchsvoller Weg, aber ist das Risiko wert? Architekt nachsichtig und erfolgreich. Der Weg wird steinig sein, aber niemals ungerecht. Überlebenskünstler, Herausforderung, aber fair, chaotisch, keine Beschränkung, alles ist möglich. Hier weiß ich jetzt nicht, was am besten ist. Ich nehme einfach auch mal die Nummer 1. So, Gruppe, Grafikgruppe ist bereit, sich niederzulassen und eine neue Flagge zusammenstellen. Was nehmen wir denn für eine Flagge? Hier, wir sind... Ja, passt doch, alles gut. Weiter. Pingustan, Edip Ashford, Olyra, New Caledonia, Ecopolis, Ashford. Ja, komm, Ashford. In der Nacht sind alle Katzen groß. Viel Glück, habt Spaß. Wiederaufbauen und wachsen. Ja, auf geht's. Wir wollen wiederaufbauen und wachsen. Zusammenfassung: Schwierigkeit 33%. Wie gesagt, das ist das Leichteste. Und es geht los. Ich bin mega gespannt auf das Game. So ein Spiel habe ich eigentlich schon seit längerem gesucht und ja, nicht direkt gesucht, aber ja, die Werbung ist, sage ich mal, zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ihr könnt in meine Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und gern natürlich auch einen Daumen hoch geben und abonnieren, wenn ihr mehr davon sehen möchtet. Und ich bin mal gespannt, also es gibt da auch einige so Games, die halt im Prinzip, was ist das, Enden oder was? Ich muss mal ganz schnell schauen. Wo kann ich Einstellungen machen? Optionen. Ich muss die Sounds noch etwas leiser machen. Audio, Hauptlautstärke. Es ist noch mega laut. Ich kriege jedes Mal hier einen Schreck, wenn ich irgendwas mache. Spiel fortsetzen. Also es gibt ja einige Spiele auch so in dem Stil, glaube ich, wie gesagt, auf dem Handy. Aber die sind alle irgendwie pay to come weiter oder halt nicht. Und von dem her bin ich mal auf jeden Fall gespannt, was jetzt hier los ist. Hier wird eine Straßensperre. Wir gehen, scrollen mal ein bisschen raus. Gucken uns die Karte mal ein bisschen an. Sieht hübsch aus. Ist jetzt nicht zu viel zu erwarten, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Okay, die Karte ist schon relativ groß. Okay, die Karte ist richtig groß. Okay. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe mich auch noch nicht so mega damit beschäftigt. Wir erkunden es jetzt einfach zusammen, würde ich sagen. Hier ist unser Anfang. Unser Bunker. Wir haben 12 Kolonisten. Davon sind Träger 8. 4 Kinder. Die können nichts tragen, oder was? Hier ist Apokalypse. Da müssen die genauso tragen. Nahrung, Wasser, Strom, Bretter, Zement. Also hier sind die ganzen Rohstoffe, was wir dann eben sammeln können. So, jetzt zoomen wir mal ein bisschen ran. Oh, cool, da kann man relativ nah. Hier ist unser Lager. Lagerhalde, da ist unser Baumaterialien. Was haben wir hier? Lebensmittellager. Sehr gut. Ey, wir haben einen Wasserbrunnen. Wasserproduktion 12. Verbrauch 12. Also sind wir ausgeglichen. Also es läuft halt jetzt in Ordnung. So, dann gucken wir mal, was es alles gibt. Wir brauchen jetzt 12 Kolonisten sind obdachlos. Baue mehrere Unterkünfte. Basisstoff und Regierung mehr zu erfahren. Notunterkunft, eine Übergangsunterkunft für mehrere Kolonisten, günstig im Bau, aber sehr anfällig bei Katastrophen, bietet keinen Schutz gegen Strahlung. Kolonisten sind weniger geneigt, sich in solch englischen Verhältnissen fortzupflanzen. Ja, aber gut, dann wird das Zelt ja wahrscheinlich noch
schlechter sein. Und es kostet jetzt nicht viel mehr. Also würde ich sagen, wir nehmen dann die Notfallunterkunft, gucken, ob es generell mal Schotterstraßen, Straßen entfernen, Lebensmittellager, Lagerhaus, Lagerhalde, kleines Feld, Fischerhütte, Fallensteller. Okay, wahrscheinlich zum Jagen, Wasserturm, zum Lagern vermute ich mal. Oder? Kapazität 600 Wasser. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wasser wir halten können. Sägewerk, Förser, Recycler, Schürfzug. Was ist ein Schürfzug? Plündert Metall und Abfallstoffe aus Metalllagern. Metall ist einer der wichtigsten Baumaterialien und die Abfallstoffe können weiter zu wertvollen Teilen recycelt werden. Recycler baut Plastik und Fasern aus den Plastiklagern ab. Okay, Förster züchtet Sprosse und Pflanzen sie in der vorbestimmten Arbeitszone. Bäume stellen einen wichtigen Rohstoff dar. Aus dem Bretter und Feuerholz entsteht die Wachstumszeit von Spross. Von Müll aus dem Weinbau hängt vom Bodentyp, je fruchtbarer der Boden, desto. Also der förstet sogar auch, okay, was krass ist. Der fällt Bäume und der förstet. Eine bestimmte Arbeitszone zersägt sie zu Bretter. Haben wir Metall? Ja, wir haben aber nur 10 Metall, okay, also relativ wenig, würde ich mal sagen. Hier haben wir noch einen Schneider für Stoffe, das wird, denke ich mal, Werkzeugladen, wird später benötigt. Grabgrube, medizinisches Zelt, das Tor. Brauchen wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Große gelbe Strauch. Okay, Dekoration brauchen wir auch noch nicht. Also gut. Wir fangen mal mit einer Straße an. Hier, das wird so der Eingang. Kann man hier dann laufen oder? Ich weiß auch gar nicht, ob man das dann braucht. So, und bauen wir hier einmal durch. Hier einmal. Bauen die jetzt den Weg oder ist der halt da und der. Ach so, nee, die graben den jetzt um. Okay. 12 Kolonisten sind obdachlos. Dann fangen wir doch mal an und bauen denn eine Notunterkunft. Also mit R kann man drehen. Mit Q und E kann man auch des Weiteren drehen. Also bauen wir das mal jetzt hier so hin. Ich glaube, hier, das muss auf den Weg, oder? So. Arbeitszonen verlegen, Lebensmittellager ausschlachten. Ah, okay. Ich muss jetzt quasi Lebensmittellager zuweisen, dass die hier zum Beispiel Beeren abpflücken. Okay, dann machen wir das jetzt mal. Arbeitszone verlegen. Gibt es sonst irgendwas, was die abpflücken können? Hier zweimal Beeren. Dann machen wir das gerade mal so. Gibt es hier auch? Ne, Bunker. Wasser ist den Bereich jetzt mit Wasser geschützt. Wir haben Lagerhalde, Arbeitszone verlegen. Ich glaube, die sammeln jetzt quasi dann irgendwelche Bretter, die hier zum Beispiel liegen. Hier sind auch nochmal Bretter. Bretter kommen, dann nehmen wir die zweimal. Dass die. Hier ist auch ein bisschen Nuklearabfall. Okay. Auch nicht so toll, aber. Wir gehen mal hoch. Was haben wir hier? Kleine Zementruine, kleine Zementruine. Könnt ihr das auch einsammeln? Zement, ist das Zement oder? Ja, Zement. Produktion, Verbrauch. So, wir haben eine Unterkunft. Die Hälfte ist jetzt glücklich. Dann würde ich sagen, machen wir die andere Hälfte auch noch glücklich. Bauen direkt noch eine andere. So, zack, zack. Das sieht echt nice aus. Okay, so, was haben wir denn noch? Kann man hier Metall dann sammeln, oder? Metallschrott. Bretter, Zementruhen. Ich glaube, die sammeln die wahrscheinlich auch noch erst von Hand. Plastik. Oh, hier hinten hat es viele, viele Beeren. Ich weiß auch nicht, ob die Map immer gleich ist oder ob die sich zufällig generiert. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da genauere Informationen dazu habt. So, wird das jetzt gebaut? Mittel, also man kann ja auch Prioritäten einstellen, wenn man dann mehr baut, dass es eben wichtiger ist. So, wir müssten jetzt Nahrung bekommen wir dazu, Beeren, okay. Ich denke mal, das wird individuell sein, also die nehmen sich halt alles zum Essen. Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie Fleisch einsammeln muss. Zumindest erstmal nicht. Nuklearabfall muss man wahrscheinlich nachher recyceln oder irgendwo verbuddeln einfach. So, die schlafen hier draußen. Ach, ist jetzt gerade Nacht oder weil hier niemand baut? Oder was ist mit denen? Nur die schlafen da draußen, anstelle des können die arbeiten. Schläft. Zufriedenheit. Amelie. Ja, komm, schaff doch was.
Brauchst doch etwas Schafe. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch haben. Notunterkunft haben jetzt zwei, wenn die halt das fertig bauen irgendwann. Ein kleines Feld, Nahrung langsam, aber in großen Mengen. Okay, das ist gut. Fallenstelle jagt wild in den Wäldern und liefert hungrigen Kolonisten Wildfleisch. Eine Überschneidung der Arbeitszonen von zwei Fallenstellen senkt die Produktivität von beiden. Aber 6 Plastik. Okay, komm, lass uns das mal bauen. Ich weiß nicht genau. Ich würde es mal hier hinstellen und dann kann der mit dem Weg mit der Straße in die Stadt, so direkt neben dem Nuklearmüll. Das ist solide auf jeden Fall. Schotterstraße. Müssen wir den jetzt hier oder hier? Hier. Sauber. Also Fallensteller wird danach gebaut. Hier können die Leute schlafen. Damit wir ein bisschen Fleisch dazu kriegen, da können wir noch Felder später anbauen. Wasser haben wir erstmal. Wie sieht es da aus? Es deckt sich halt. Okay, wir bräuchten dann eh, glaube ich, ein Wasserlager, einen Wasserturm, um das Ganze zu lagern. Recycler, Plastik. Komm, wir brauchen Plastik. Plastikmüll braucht der. 65 von 65. Notunterkunft. Wie ist es denn? Kann ich den dann nachher recyceln? Wenn der das leergeräumt hat, muss der quasi nach da hinten nehmen. Metall. Wo ist ins nächste Plastikfeld? Große Zementruine. Bretter. Metall. Oder holt er auch Metall? Ne, der holt er nur Plastik oder was? Nuklearabfälle. Plastik. Ja, der ist nur für Plastik. Wie groß ist der denn? Man könnte ihn hier erstmal hinbauen. Wo ist denn noch? Haben wir nur das Plastikmüll? Ah, hier ist nochmal Plastikmüll. Komm, dann bauen wir den doch hier unten hin. Ein Recycler. So, hier hin. Schön Straße verbinden. Und dann müssen wir den wahrscheinlich zuordnen, dass er halt eben hier und hier das Plastik weg. Dann haben wir hier auch ein bisschen Platz zum Bauen. Hier wird gerade fleißig gebaut schon. Was haben wir? Fertig Fallensteller. Okay, der muss man jetzt wahrscheinlich... Ah, der hat einen jetzt angestellt quasi. Und 2% für 2 Fleisch. Es gibt einfach Fleisch halt. Ja, okay. Nuklear verseuchtes Fleisch. Gedacht, vielleicht müssen wir dem jetzt auch hier zuordnen. Oder? Aber gut, der macht es selber. Wie er denkt, dass es richtig ist. Soweit, so gut. Jetzt wird hier fleißig gebaut. Lagerstätte ist leer. Bären aufgebraucht. Ja, dann müssen halt wieder welche sammeln. Wie sieht's aus im Verbrauch? Produktion 2, Verbrauch 10. Wir kriegen jetzt da noch Fleisch dazu. Also sehe ich das jetzt richtig, dass wir natürlich einen höheren Verbrauch haben, als wir produzieren. Der sammelt... Achso, hier sind die Bären aufgebraucht. Ah, okay. Logisch. Dann müssen wir natürlich nach weiteren Bären suchen. Ich habe gedacht im Lager, das habe ich gerade nämlich nicht verstanden. Wo haben wir denn noch Bären? Jetzt gucken wir mal. Ist das jetzt leer? Da sind noch 2, die könnt ihr jetzt aber noch holen. Und... Dann können wir auch noch einen Wasserturm bauen. Jo, das ist jetzt auch leer. Arbeitszonen verlegen. Da hinten sind Bären. Hier hat sogar 3-mal Bären. Dann pflückt doch die einfach ab. Ist zwar ein weiterer Weg, aber wir brauchen das Essen. So, Plastik. Sehr schön. Arbeitszone verlegen. Du sammelst erstmal das hier weg, damit wir da Platz zum Bauen haben. Notunterkünfte 100%. Zustand 100%. Bewohner 6 von 6. 6 von 6. Ich habe 12 Kolonisten, also passt es ja. Alles ein Budde auf dem Kudde. So, wir haben noch ein bisschen Plastik, ein bisschen Baumaterial. Wir brauchen noch Holz. Sägewerk. Das müssen wir bauen, bevor uns da die Rohstoffe ausgehen. So, dann würde ich mal hier in den Wald hinsetzen oder in Waldnähe zumindest. Eine Straße brauchen wir da natürlich auch wieder.
So, dann können wir das eigentlich auch hier ein bisschen weiter runter und hier auch verbinden. Wir können die sich aussuchen, wie die nachher laufen. Kaninchen sind auch, die Kolonisten wollen eine neue Falle ausprobieren. Ja, dann probiert doch da eine neue Falle aus. Drei Kolonisten erklären dir, dieses Jahr eine neue Falle für die Jagd auf Kaninchen gearbeitet haben. Die Gruppe will sie überall rund um das Lager aufstellen. Die Vorrichtung steht funktional aus, aber die Gruppe losziehen lassen birgt Risiken. Okay, es ist das Risiko nicht wert. Fertig, okay. Die sind jetzt mies drauf. Kann ich das ändern, oder? Okay, also man muss Entscheidungen treffen, die halt positiv oder negativ sich auswirken. Ja, jetzt sind die halt pissig. Okay, passiert. Ich wollte halt den, die schützen quasi, aber die sind jetzt sauer, dass ich sie schützen möchte. Da hat man es halt wieder. Hier wird unser Holzsägewerk gebaut. Was brauchen wir denn noch zum Überleben? Wasser ist, glaube ich, immer noch in Ordnung. Gut, wir haben halt kein Lager. Da müssen wir dann wahrscheinlich als nächstes mal einen Wasserturm bauen. Lebensmittellager, Lagerhalte haben wir. Das reicht, glaube ich, denke ich mal auch erstmal. Fallenaufsteller, kleines Feld. Okay, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, den wir gleich mal anschauen können. Ist hier irgendwo Wasser in der Nähe, wo man fischen könnte? Hier ist Wasser, okay. Da können wir nachher eine Fischerhütte aufbauen. Vorerst wäre es aber vielleicht gar nicht mal so dumm. Lagerstätte ist leer, Bretter aufgebraucht. Ja, die kommen, der bekommt gleich Nachschub. Dann können wir wahrscheinlich jetzt eh nichts bauen gerade. Wobei, so ein Feld können wir doch bauen. Komm, hier ist ein kleines Feld. Ab geht's. Ab dafür. So, da können die sich dann Fleisch abholen, aber das sollte erst fertig gebaut werden, damit Holz gesammelt wird. Ah, Bretter, warte mal. Die haben hier, nee. Ah, hier, die Bretter sind leer, okay. Ah ja, ich verwechsel das immer. Klar, wir haben noch Bretter. Sammelt er die jetzt noch oder schlafen die jetzt? Sind die bei Nacht nicht mehr so aktiv? Können die nicht schichten? Dann müssen wir noch kurz warten und dann können wir die nämlich auf die Bretter losschicken. Ich weiß nicht, ob die, vielleicht tun wir es auch gleich hier hin, weil die, ob die die Zementruinen auch sammeln können oder müssen wir da extra was bauen. Recyclehammer, Schürfzug. Ah, das brauchen wir dann wahrscheinlich auch, um eben quasi, naja, wie geht das weg? Hier Metall dann abzufarmen. So, ist gleich fertig. Hier, fertig. Sehr schön. Arbeitszone verlegen. Der braucht Holz. Ach, Bretter nimmt. Nee, der nimmt nicht Bretter. Der braucht hier das, oder? Ich denke mal, der wird jetzt den Wald abroden, oder? Hm, okay. Werden wir gleich sehen. Der baut weiter im Feld. Der Rest wird pennen. Hello. Hello. An der Straße. Ah ja, gut, der fällt jetzt das im Umkreis, oder? Er hat hier wahrscheinlich angefangen und geht dann hier über. Da können wir den Platz brauchen. Wir können hier, soll ruhig die Bäume hier alle wegmachen, die eben in der Nähe der Basis sind, damit wir uns weiter ausbauen können. Jo, dann würde ich sagen, für die erste Folge belassen wir das mal so bald dabei. Wir haben ja schon unsere Grundsachen aufgebaut. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es mehr sehen möchtet, was ihr von dem Spiel haltet. Kostet, glaube ich, 20 Euro. Ihr braucht einen Epic Game Launcher, um das zu kaufen und zu spielen. Was ich ein bisschen blöd fand, ein bisschen nervig fand, ist, dass man dann eben noch sich nochmal in-game nochmal anmelden muss. Aber gut, sei es drum. Ist ein vielversprechendes Spiel. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst gerne ein Abonnement da. Und wenn ihr keinen Livestream verpassen wollt, schaut auf twitch.tv/hangemau vorbei. Hangemau live. Link ist auch in der Videobeschreibung. Jo, dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.